I already wanted her to be a strong physical girl. Yeah, the boxing match, she got in there and smashed it up. Die gucken ihm zu. The key to look like her. We're eating 5-6 meals a day. Every 3 hours. Fistful of carbs, fistful of protein. Massages. Yeah, a boxing match. She got in there and smashed it up. Proved that she is. This is so cool! Ei. Ich weiß nicht, ob ich mir nicht da vielleicht irgendwie ein bisschen was Schwieriges vorgenommen habe. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut sehen, weil die Sonne geht gerade über den Berg auf und scheint mir direkt ins Gesicht, was ich sehr, sehr schön finde, aber ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Fürs heutige Video habe ich was ganz, ganz, ganz Besonderes geplant, also für mich ganz Besonderes, weil sowas haben wir bis jetzt noch kein einziges Mal gemacht, und zwar werde ich ein Experiment starten. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen wahrscheinlich, dass ich vor 3 oder 4 Wochen zum ersten Mal Tomb Raider angesehen habe, also Lara Croft Tomb Raider. Und ich war bei diesem Film einfach sehr, sehr gefesselt von der Art und Weise, erstens, wie sie einmal schauspielert, das ist ein Wahnsinn. Zweitens ist sie eine Rakete, rein körperlich und physisch ist sie eine Bombe. So trainiert, wie sie ist, die Skills, die sie da mitgebracht hat an Set und wie sie aussieht, ist einfach nur pure Goals für mich. Den Ninja Mode mag ich sehr, sehr gerne. Und nachdem ich noch immer keinen Klimmzug kann, weil das Training ein bisschen durchgeslippt ist, ist das umso bewundernswerter für mich. Was mir da speziell gut gefallen hat, ist einfach, dass sie, auch wenn es nur ein Charakter ist, aber dass sie nicht lang herumredet, wie stark sie ist, sondern sie ist es einfach. Und das finde ich immer sehr, sehr inspirierend. Und deshalb werden wir heute trainieren und essen, wie es die Alicia gemacht hat, um sie für Tomb Raider, für den Shoot, vorzubereiten. Mir hat es, nachdem ich... Ich buck mich da immer so ein bisschen deshalb. Mir hat es nämlich, nachdem ich... Ist das eigentlich lästig? Mir hat mein Algorithmus, nachdem ich diesen Film angesehen habe, auf YouTube vorgeschlagen, How to Train Like Lara Croft und How to Eat Like Lara Croft. Wir werden uns an diesen Videos orientieren, Schritt für Schritt. Ich werde mich so ernähren, wie es die Alicia gemacht hat mit ihrem Personal Trainer. Ungefähr, also ich werde mich ungefähr an diese Richtlinien anpassen, aber Kaffee verschüttet. Oh no! Fische wie Schwertfisch oder Seebarsch, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu besorgen, also werde ich es an dem ausrichten, dass es ungefähr aufs selbe hinkommt. Werde auch ein Training so machen, wie es ihr Personal Trainer durchgeführt hat mit ihr. Ich habe mir bereits in meinem kleinen Notizbuch herausgeschrieben, was wir noch einkaufen müssen gemeinsam. Ich glaube, dass das ziemlich zum Sterben wird. Spätestens bei dem Superset mit dem Swiss Ball ist mir irgendwie ein bisschen anders geworden, weil ich mir dann gedacht habe, what have I done? Bei mir gibt es jetzt mein erstes Essen, also mein Frühstück. Bei dem Video, was ich mir angesehen habe, hat sie in der Hand einen Teller mit 3 Eiern und also eine kleine Portion voller Himbeeren. Ihr Trainer hat gesagt, an den Tagen, wo sie trainiert, bekommt sie ein paar Himbeeren. Also wird es bei mir heute auch ein paar Himbeeren geben, weil wir werden ja auch trainieren. Und dazu ein bisschen einen puren Zitronensaft. Ich habe leider keine Zitronen mehr da gehabt und auch keinen puren Zitronensaft. Deshalb gibt es da einen Zitronen-Ingwer-Shot. Es ist eine sehr spannende Kombination. Ich habe keine Ahnung, wie das in meinem Magen sitzen wird. Ihr wisst es, normalerweise esse ich zum Frühstück einfach sehr gerne
Porridge. Herzhaft frühstücken tue ich normal sehr, sehr selten. Also es sind 3 Eier ohne Brot, ohne Teigwaren, nur mit ein paar Himbeeren und einem Zitronensaft. Sehr intens, glaube ich. Aber wir werden da jetzt einmal frühstücken. So, da, den trinken wir, glaube ich, zum Schluss. Die habe ich übrigens gerade vorher frisch aus dem Garten. Spiegeleier esse ich generell sehr gerne. In dem Video hat er einmal gesagt Poached Eggs, einmal hat er gesagt Spiegeleier. Und in dem Video zu sehen waren auch Spiegeleier. Deshalb habe ich Spiegeleier gemacht. Und er hat gesagt 2 Eier, auf ihrem Teller sind aber 3 Eier. Und generell waren irgendwo auch mal 6 Eier zum Sehen. Deshalb habe ich das Mittelmaß genommen mit 3 Eiern. Und was auch ein bisschen verwirrend war, ist, dass er in einem Video gesagt hat, Eier mit einer halben Avocado. Und in einem anderen Video hat man nur Eier und Himbeeren gesehen. Deshalb, ich werde mich da jetzt nicht so akribisch dran halten. Ich werde einfach ungefähr das essen in einem Tag, was sie so gegessen hat. So far so gut. Was ich ebenfalls noch erwähnen will, ist, dass ihr Trainer gesagt hat, dass er die Alicia für diesen Dreh auf eine Keto-Diät gesetzt hat, also High Fat, Low Carb. Ich glaube, ich werde das ebenfalls nicht so fettlastig machen, also gegebenenfalls ein bisschen Fett mit ein paar komplexen Kohlenhydraten austauschen. Das Essen, das habe ich eigentlich relativ spontan hinzugefügt. Ich wollte eigentlich nur das Training ausprobieren. Jetzt werde ich noch meine Himbeeren speisen. Aber Himbeeren aus dem Garten, oh, so lecker. Ich habe keine Ahnung, wie die so eine Flasche Zitronensaft um 6 Uhr morgens trinken kann. Mein Papa hat immer gesagt, sauer macht lustig. Das war das Frühstück. Okay, ich bin eventuell gerade ein bisschen in der Sonne eingenäppt. Es ist jetzt 12:45. Ich werde, da ich um circa 2:30 trainiere, jetzt mein Mittagessen machen. Gibt es jetzt einen Seabass, also einen Seebarsch? Habe ich natürlich nicht gefunden, deshalb werde ich ein Zanderfilet machen. Und dazu gibt es geröstete Nüsse und einen Salat mit Olivenöl. Es gibt jetzt einen Zander, habe ich gesagt, dass das ist, gell? Einen Zander. Dann gibt es dazu einen Gurken-Tomaten-Avocado-Salat mit Olivenöl und Essig. Und dazu gibt es noch geröstete Cashews. Das ist jetzt in etwa genauso, wie es der Trainer von der Alicia aufgegliedert hat. Wie gesagt, ich mache das alles einfach nur so Pi mal Daumen und ungefähr, damit ich das nicht unnötig kompliziert mache und dass das einfach auch möglich ist. Die Eier in der Früh sind wir nicht so gut bekommen, also da waren wir ein bisschen übel danach. Ich bin das aber auch absolut nicht gewohnt, 3 Eier ohne Brot als erstes am Morgen zu essen, also könnte auch an der Gewöhnungssache liegen. Ja? Mmh, ist ja gut. Mmh. Mmh, ist ja voll geil. Mmh. Der Fisch oder jetzt der Salat? Der Fisch. Okay. Generell voll lecker. Und die Hauptenergiequelle, also der Hauptenergielieferant bei diesem Essen ist Avocado, Olivenöl und generell von den Nüssen. Nein, das geh du weg! Sorry für den kleinen Blitzer, da ist noch einer. Genau, die Hauptenergiequelle bei ihren Mahlzeiten sind immer hauptsächlich Fette
weil, wie gesagt, sie da auf einer Keto-Diät war. Man kann definitiv auch einfach eine Portion Reis dazugeben oder... Hallo? Was ist denn los heute? Also ich habe online ein Training gefunden, das der Personal Trainer von der Alicia mit ihr durchgeführt hat. Genauso werden wir es probieren. Also ich versuche das 1:1 so nachzumachen. Ist noch was wichtig? Habe ich noch was vergessen? Ich glaube, es dauert ungefähr 45 Minuten und es startet mit 5 Minuten High-Intensity Interval Training. Also, eine Minute on, eine Minute off. Jumped out a plane, tried falling, falling more in love with you. We missed the train each morning, and then we don't know what to do. I can't live with or without you. We could be dying if our hearts beat too slow. Ich habe jetzt noch einmal. Und das ist jetzt schon sehr intensiv. If we're gonna leave this ship, we're gonna have to sink or swim. Take my hand. Am meisten scheu, weil das sehr viel Balance und sehr viel Core Strength benötigt und ich glaube, dass es ziemlich schwierig wird. Aber schauen wir mal, ich hole mir jetzt einmal so eine. I can't live with or without you. We could be dying if our hearts beat too slow. 100 reasons I can think to be with you. So if we're drowning, let our love keep us afloat. Wie auch immer sie das um 5 in der Zeit gemacht hat. I'll never let you go again. If we're gonna leave this ship, we're gonna have to sink or swim. Take my hand and dive in. I'll never let you go again. Ich bin wieder zu Hause und ich bin jetzt absolut streichfähig. Fähig. Ich werde mir jetzt als Nachmittagssnack einen Proteinshake machen. Ich glaube, in dem Video, das ich gesehen habe, hat sie einen Proteinshake aus Vormittagssnack. Da war mir allerdings noch nicht nach einem Snack, deshalb werde ich diesen Shake jetzt trinken, weil jetzt bin ich in... Da stirbt gerade eine Fliege. Weil jetzt gerade brauche ich definitiv einfach nur Energie. Ich bin das, oder mein Körper ist es einfach absolut überhaupt gar nicht gewohnt, dass ich fast keine Kohlenhydrate zu mir nehme. Und dass die Hauptenergie mehr oder weniger aus Fett kommt. Ich fühle mich wie ferngesteuert. Ich fühle mich absolut nicht wohl gerade. Das Training war mir viel zu intensiv für mein Energielevel. Es war ein cooles Training. Also jeder, der Lust hat, also Training nachzutrainieren, probiert es aus. Es macht sehr viel Spaß. Ich kann euch das Video in der Infobox verlinken. Ich werde euch... das habe ich noch nie gesagt. Ich werde euch generell die zwei Videos, an die ich mich gehalten habe, in der Infobox verlinken. Jetzt bin ich auf alle Fälle ziemlich streichfähig gerade. Ich werde mir jetzt einmal diesen Proteinshake schmecken lassen. Und dann... Jupp. Und dann glaube ich Abendessen. Schön langsam. Puh.
Ich bin gerade frisch aus der Dusche gehüpft und habe mir mein Abendessen gezaubert. Ich muss sagen, ich bin richtig, richtig nicht gut drauf gerade. Ich weiß nicht, ob es am Essen liegt oder ob ich mich heute einfach generell zu viel gestresst gefühlt habe. Heute ist irgendwie von der Früh weg schon alles falsch gelaufen oder schief gelaufen, was schief laufen kann. Das hat meine Nerven heute ziemlich strapaziert, dementsprechend schlecht gelaunt bin ich aktuell, aber ich freue mich umso mehr auf mein Abendessen jetzt gerade. Zum krönenden Abschluss gibt's einen Lachs mit Gemüse und statt dem Avocado-Salat habe ich einen Reis gemacht. Also ich habe meine Energiequelle von Fett einmal mit Kohlenhydraten ausgetauscht, weil mir mein Körper wirklich einfach signalisiert, es ist Zeit für ein paar Kohlenhydrate, für schnelle Energie. Ich bin so dankbar für meinen Körper, dass der so gesund ist und so funktioniert und ich mittlerweile einfach schon deuten kann, wann mein Körper was braucht und wie mein Körper auf gewisse Sachen reagiert. Und so Experimente wie dieses hier zeigen mir das nur noch einmal mehr. Und das ist einfach, ja, das ist einfach was sehr, sehr Schönes. Ich habe den Lachs genäht. Normalerweise würde ich niemals zweimal am Tag Fisch essen. Auf alle Fälle war das Training wirklich hardcore. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach anders gegessen habe, wie ich sonst essen würde, wenn ich trainieren gehe. Ich werde das jetzt einmal in Ruhe fertig speisen und dann ein Fazit ziehen. Sodala! Ich habe jetzt gegessen und hoffentlich nichts mehr zwischen den Zähnen. Das Essen, also diese Mahlzeit hat jetzt richtig, richtig gut getan. Man sieht da, finde ich, an dem Beispiel wieder extrem, also ich für mich selber, wie wichtig Ernährung ist und wie wichtig es ist, wenn man trainiert, dass man auch genügend isst, also wirklich ausreichend. Es macht absolut keinen Sinn, wenn man sich das komplette Essen verwehrt und hungert und trotzdem sich durch Trainingseinheiten durchzwängt und durchpusht. Das kann keinen Spaß machen und in meinen Augen ist es dann auch kein nachhaltiger Zugang zum Trainieren. Wie ich schon so oft erwähnt habe, ist Trainieren und sich sportlich betätigen sowas Schönes, aber es kann nur Spaß machen, wenn man diese Maschine auch dementsprechend tankt. Damit will ich nicht sagen, dass das, wie ich heute gegessen habe, ungesund ist oder nicht richtig oder irgendwas. Ernährung ist sowas Individuelles, während für wenn anderen sehr viel Fett extrem gut funktionieren kann es aber dann für den Nächsten schon wieder sein, dass der einfach mit Fett nicht wirklich gut umgehen kann, also der Körper. Und das ist völlig in Ordnung. Und deshalb finde ich persönlich immer so wichtig, dass man ein Gespür für sich selber entwickelt und dass man auf den eigenen Körper hört. Ich muss sagen, mein Fazit ist, es war extrem lustig, obwohl der Tag für mich nicht so gelaufen ist, wie ich gern gehabt hätte, dass er läuft. Es sind nicht alle Tage gleich, manchmal ist man einfach prinzipiell schon schlechter drauf, manchmal ist man einfach besser drauf. Wir sind alle keine Maschinen, wir sind schon Maschinen. Aber wir sind alle, ja, wir sind einfach nur Menschen. Ab und zu ist es besser, ab und zu ist es schlechter. Trotzdem, finde ich, war das ein sehr, sehr lustiges Experiment und ich kann mir definitiv vorstellen, dass ich sowas wieder mal mache. Ich würde sagen, das Experiment ist so semi geglückt, weil hin und wieder habe ich schon ein bisschen gestruggelt, aber es war definitiv ein Spaß und ich habe das Video sehr gerne gefilmt. Und ich hoffe, dass euch so Videos auch Spaß machen und dass es euch auch Spaß gemacht hat zuzusehen. Das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das gefällt, was ich da mache, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Ich upload Videos jeden Donnerstag, also wen das interessiert. Ja, und ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt. Bis zum nächsten Donnerstag. Tschüssi. Tschüssi.